Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege zusammen mit Erik. Erstes Match schlagen in der neuen Season. Zweites Spiel in der neuen Season. Und es hat sich wieder was geändert. Warum müssen die mit jedem scheiß Update das Overlay ändern? Ich nicht. Vor allem ist eigentlich nichts verändert. Überhaupt nichts. Es bleibt einfach genau dasselbe Spiel, plus so ein bisschen, naja. Verfeinert. Naja, nicht wirklich verfeinert, weil mir gefällt es wieder mal, ne? Für mich ist es eigentlich fast nur dasselbe, nur ein bisschen kleiner. Ja? Kenny, ich wollte mir eigentlich eine Festplatte für meine PS4 holen. Und? Und wenn ich dann meine Festplatte habe, dann würde ich mir dann vielleicht auch nur noch Schatten holen. Weil ich habe ja keinen Speicherplatz. Stimmt, das war ja mein Problem. Ja, Schatten ist die. Erst wird aber erstmal Assassin's Creed. Assassin's Creed kommt ja im Oktober raus. Wir sind hier unten ja, drin. Ich muss erstmal gucken, wie ich das alles finanziere. Ah, oh, scheiße. Finanziere, sind immer noch unten. Wie gesagt, die ganzen Spiele, die rauskommen, es kommt nur WWE 2K18 noch raus. Also Wrestling. Würde ich mir noch holen. Ja, ich hätte irgendwie auch mal so einen Rückschluss auf so ein schönes Bildschirm. Motorradrennspiel, wie so ein Standort ist geil. Ich hab zwar Ride, aber das ist Bio gefahren und Behälter. Motorradrennspiel, naja, ich weiß ja noch. Das ist halt viele Sachen. Oder wieder, oder mal so UFC, wird schon mal zocken. Ja, siehst du, hol dir Wrestling. Ja, WWE. Ohne schlecht bestimmt. Das neue kommt raus, das kostet halt genauso viel wie das andere Spiel. Okay, ich sehe überhaupt nicht. Ja, jetzt kommt ihr noch raus. Rennt hin zum ist da lang. Ich versuche mal die Kamera zu sehen. Oh, ich hab dich nicht getroffen. Da sind zwei hinten. Wo bist du? Der Heck ist safe. Hilfe! Erik! Kommst du her? Nee, überhaupt nicht. Du musst blockieren, blockier hier. Oder so. Der Typ, der Heck safe. Der hat Headshot gedrückt. Der Heck, der drückt einfach nur Headshots. Geh mal rein. Der liegt hier noch im Sting. Ich hab nichts mehr. Lass dich nicht wegknallen. Tschüss. Da war es. Ich glaube, hier liegt einer. Bin mir nicht sicher. Der kommt von hinten. Ey, da ist doch so ein. Wieder Headshot. Ja, wieder Headshot. Wieso ist ein Skyward bei Aimbot? Der kann nur auf deinen Kopf schießen, aber du hast ja das hässliche Schild. Hat nicht gestört. Oh, alles klar. Richtiger Erfolg. Explosive Vorahnung. Fühlt sich nicht mehr so wohl, oder? Versuch mal einen Raumneid zu gehen. Ja. Komisch, irgendwie trifft er nur den Kopf, oder? Ist er der falsche, ja. Eigener Trupp wurde eliminiert. Der Typ ist mir komisch. Alles klar, irgendwie war ja dein Schild, aber egal. Na doch, meiner Meinung nach war da dein Schild. Der ist mir ne normal. Süßfächer wie immer. Ah, oh, Junge. Hast du mich gestummt, Kenny? Ja. Hatte ich. Ja. Aufnahme, wer ist da? Deswegen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahr gut. Ja, ich will gewinnen. Komm.
Ja, schaff mal. Ja, der Typ, der lässt mich dran zweifeln. Und der Typ, der spielt, geht er mir nur auf den Sack. Ich meine, wir waren da zu dritt, der kommt in den Raum reingerannt, mir Instant Headshot schlägt. Dann kam der nächste von meinen Mates, wollte ihn abschießen, was wegknallt und dann links daneben auch die Headshot. So eine Frage, hat sich was mit der Grafik verändert? Die haben die Lichteffekte verändert. Also das war jetzt so. Also meiner Meinung nach sieht das irgendwie nicht wie Lichteffekte aus, sondern wie das komplette Spiel. Die hatten irgendwas von. Da halt das. Die hatten doch alles nicht beschwert wegen. Wenn du zum Beispiel aus dem Fenster raus guckst, dass du die Sonne im Gesicht hast und ihn überhaupt nicht siehst. Also was apropos, gar nicht. Apropos, ne? Ich kann echt an Kesselwände kein Fuse legen, Cup kann. Ist echt gesperrt. Aber dumm finde ich. War da gerade ein Gegner? Ich noch. Weil die müssen ja eigentlich kommen. Die haben jetzt total aufgemacht, Gang. Wo ist total? Von oben? Nee, die haben im Garage. Ja, das ist, du machst das Riskanteste, was ich tun kann. Hey, irgendwie finde ich die komplette Grafik anders in dem Spiel jetzt dadurch. Sieht für mich dann ein bisschen flüssiger aus. Also ist für mich flüssiger. Für mich ist sie einfach nur anders. Das müsste fast Todesweg sein. Oh Mann! Der steht genau in der Türrahmen. Der Typ, der ist einfach immer da, wo er nicht sein soll. Ja, ich bleib drin. Nur noch ein Gegner. Ja, mach so. Wieder! Man kriegt ihn einfach nicht down. Der hat 7 Kills. Twitch. Okay. Er hat 8 Kills und 0 Tote in 2 Runden. Ja, ich muss ihn jetzt killen, ne? Voll. Wenn es explodiert, wer ist das? Der kommt, der guckt. Nicht schießen! Der wird rein, der wird rein. 10 Sekunden. Er muss reinrennen, glaube ich. 10 Sekunden übrig. Versuche, den Behälter Missionserfolg für eigenen Trupp. Hat er gedacht? Das war jetzt schon geil. Kannst du eigentlich irgendwie als Rache sehen? Ich meine, er hat mich ja von hinten überrascht und ich habe ihn dann halt von vorne mit einer Falle überrascht. Ich gehe wieder zufällig wie immer. Irgendwie läuft's gerade. Der Typ, der ist irgendwie komisch. Ich meine, 8 Kills in Intuit, der zieht die kompletten Gegner durch. Welche Level ist denn der? Das ist Level 55. Was? Seitdem man sich neue Accounts erstellen kann und mit denen spielen kann, macht das eh keinen Unterschied mehr, welches Level du hast. Wie gesagt. Ich mal über Level 9 oder 8. Ich mal um 70. Wie gesagt, die sind alle nicht gut, nur der Einer. Siehst ja an den Kills. Der hat fast jedes Mal ein Ace gemacht. Sind die oben oder unten? Oben. Ach, einer ist weg. Das ist ein Vorteil natürlich jetzt. Dann werden die hier oben. Das war nämlich spielen. Das Spiel hier. Reißt sich schon her. 5 Sekunden
Einheiten bis Einsatz. Da oben sind die jetzt nach. Genau oben. Standort des Bio-Tarnungsbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Die sind noch nicht oben, die sind noch in der mittleren Etage. Ja, mein ich ja. Er schießt durch das Fenster. Einfach so durch. Okay, das ist jetzt Gaga. Lade neues Magazin. Aktiviere Drohne. Nachladen. Von oben. Oder? Ja. Bandits oben, Erik. Pass drauf auf. Ja. Ich komme hin bei dir mit Naya. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Magazin. Geh du rein. Das ist schon wieder. Wieder Headshot. Fast auf hinten auf, ne? Da, pass auf. Immer schön auf hinten aufpassen. Ja. Hat mich hart erwischt, bin tot. Der kommt rum. Au! Von hinten. Der kommt komplett hinten. Wirklich. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ich werde dich sterben. Ich will auch noch hier mitten hier. Ich kann. Was? Eigener Trupp neutralisiert. Alles klar. Ne. Unmöglich. Ja, alles klar. Die zählen sind wir nicht normal. Der eine dreht sich auf Ema, nachdem ich ihn angeschossen habe, sofort in meine Richtung. Ich melde jetzt mal beide, ja. Das ist mir irgendwie. Ne. Der eine macht Kills ohne Ente aus irgendwelchen Gründen. Und der andere hat so einen Instant-Dreh-Button oder was? Du merkst einfach, der andere macht, die machen alle keine Kills. Es gibt nur einen Mann. Und der ist nicht normal. Behälter schützen, den Raum sichern. Nicht ganz normal auf jeden Fall. Er hat wieder Twitch safe. Schmeiße Mine. Zugangssperre. Ich sicher hinten alles ab. Hier kommt keiner mehr rein oder raus, außer er muss schießen. Abstand halten. Bring die Minen an! Es bleiben 10 Sekunden. Okay, mein Drohnen-MG geht ja mal noch. Für gesichert! So, ist gesichert, Erik. Ich mache mal alles zu, mir ist das jetzt hier. Ne. Das wird lustig. Ja, zu, mach zu. Hier geht irgendwas auf. Über mir, glaube ich. Ja. AVS ist einsatzbereit. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Von unten, ey, das ist doch nicht normal, ey.
Die gehen mir nur von hinten auf den Sack. Die sind viele sind oben, Erik. Von da hinten, ja, wo du hinguckst, da kommen fast alle. Gut gemacht. War nicht euer Hacker. Der Hacker hat noch nicht zugeschlagen. Es wird kein C4 von mir hochgehen, also ist alles klar. Woher wusste denn, dass ich da bin? Hä? Kein Wunder, dass er wahrscheinlich zweimal gelieft ist. Na gut, hat er gesehen. Rainbow-Logik. Ach, Typ hätte das noch. Okay, jetzt ist das mal. Wir verlieren. Was haben die getan? Also der eine stand nach den ersten zwei Runden 8-0. Jetzt steht er mittlerweile 11-2-1 und hat in einer Runde drei Leute hintereinander Headshot gegeben. Die quasi zusammen den angegriffen haben. Einen anderen Typ, den ich vorhin angeschossen habe, der hat sich einfach mal komplett zu mir umgedreht und hat mich weggeknallt. Obwohl er mich nicht mal getroffen hat, war instant auf meinen Kopf getroffen, hat so eine eine Salve Richtung Kopf geschossen von mir. Während ich Vorteil hatte. Ja. So, noch kurz eine andere Frage. Was haben die Leute von User für dich getan? Scheiße. Ich finde das jetzt aus dem, was Rainbow Shooter ist, irgendwie die Grafikveränderung schön gut, baue, wäre jetzt nicht nötig gewesen, sind da wo wir sind, ne? Also muss ich mir die Sachen neu kaufen? Hey, ich muss mir nichts neu kaufen, ich muss nur neue ausrüsten. Nee, du musst einfach nur neu ausrüsten, eigentlich muss man sich ja nicht kaufen. Ich hab bei Jäger alles gekauft, also alles, mein das Visier und ich hab jetzt nur das Reflex. Vielleicht haben die einfach nur die Sachen übernommen, die du hattest, ausgewählt. Wer hat jetzt geschossen? Ich. Ja, ich will nicht sterben. Und spielt Kapitau. Aber das ist schon wieder. Da hat eine Smoke. Der lebte noch. Ich hab gedacht, der ist tot. Hä? Wer ist auf mich geschossen? Der schießt durch die Wand. Der Typ, ne? Der schießt durch die Wand. Alter. Gerne checkt, ne? Bin gefickt. Bist du nicht, die da neben dir. Was sind da draußen, Mann? Alles. Er ist tot! Aktivitäten mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Und Achtung, Fetzer am Fetzer. Kenny rechts. Dann du musst hinter dem Schild sein. Ein Gegner verbleibt. Aufsichern und den Dio-Behälter schützen. Ah, hab schon. Nice. Eigener Trupp erfolgreich. Hey, der hat nicht mal. Ich habe überhaupt nichts. Ach, egal. Warum hat er weg? Ach, nee, frage mich noch. Das Spiel jetzt, ist komm. Nicht normal. Nee, wir schaffen das nicht. Der Typ, der hackt. Der hat den Mate durch die Wand erschossen. Ja, wirklich, jetzt auf dem. Doch. Ich habe keine Ahnung, wie du gegen den Hacker gewinnen sollst. Guckt unser Team an, ne? Geht ihr unser Team, die Werte. Wir haben 4 Kills, 6 Kills, 4 Kills, 2 Kills, 1 Kill. Das Gegnerteam hat 13 Kills, 3, 2, 0, 2. Guck, okay, jetzt gewinnen wir. Guck, okay, jetzt. Oh ne, spielt doch bitte alles andere außer Tatschanga. Jetzt gewinnen wir.
Jetzt haben wir einen Lord dabei. Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Du kannst wahrscheinlich nicht mal einen Besoffenen beim Kacken treffen mit dem Geding. Oder? Mann, ich war schon wieder entdeckt. Warum muss denn der besoffen sein, wenn er kackt? Ist doch egal, ob er besoffen ist beim Kacken oder nicht. Ja, da wackelt er noch ein bisschen. Wie? Ja, wollen die den Arsch von der Brille noch rausstrecken, wenn er auf dem, wie die da steht? Hast du eigentlich ist das Easy Pass, Reni? So? Also kannst du die alle spielen, Alter. Dann. Ich treff den, ja. Sieht das aus hier, Alter? Ich schmeiße die Wände dich. Als ob ich so hobbylos bin und jetzt überall nochmal meine Tarnung einstelle, meine Visiere einstelle, mein ganzes Leben einstelle. Habe ich nicht gemacht. Mein ganzes Leben einstelle. Durch die Wand! Nee! Ja, ach, er springt einfach rein, nee, er ist oben. Oben sitzt schon wieder Dings. Ja, nee, ist er tot. Och Mensch. Die haben irgendwie das Lack, dass sie immer jemand von hinten abschießen. Oder rein zufällig durch eine Tür. Ja. Unser Hacker hat Erik einfach mal geknallt. Rein zufällig. Und wo war er, Erik? Nächsten Headshot. Er steht jetzt. Gidi, er steht jetzt 15-2 und gibt nur Headshot. Ist es Ashman hier? Wir haben ihre Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Which main? Der ist am Arsch, hat keine Chance. Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Alter, die Läsion, ne? Ne, ist er tot. Er steht am Ende der Runde 16-2. Und er hat Level 55. Darauf erstmal Punika. Darauf müsstest du eigentlich betrinken, bis du nichts mehr fühlst. Ich hab gehört, du warst betrunken irgendwann mal. Was? Erinnere ich mich. Die scheiß Schlampe, Alter. Exodemor TRX. Der hat 8000 Punkte fast. Also 7600. Er hat 15 fucking. Er hat nicht mal einen Rang. Na, wie soll ich denn jetzt schon einen Rang haben? Da sind schon ja dabei, die zwei Silber haben. Okay. Okay, na, hier endet die Folge. Ich saß ein Hacker. Mir hat es nicht gefallen. Lasst trotzdem da Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.